Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, meine erweckten Drachenjäger. Ich bin euer Affenkönig dämlich. Das ist Dragon's Dogma 2 auf der PS5 mit VRR. Und das ist Part 5. Kommt, meine Erweckten, es geht weiter. Ich habe mir in eurer Abwesenheit nur mal ein bisschen hier, die meine Erweckten haben hier gleich wieder gelootet. Da waren Bestienrippchen, glaube ich, drinne. Hier hinten habe ich noch ein paar Pflänzchen gefunden. Das ist jetzt unten im Gasthaus. Ich habe nämlich einmal genächtigt und da wird man mal gleich dort runtergeworbt. Grüß dich. Ich hätte gerne einmal Knoblauch und einmal Tomate, bitte. Danke. Und ich habe mir einen neuen Vasallen geholt vom Scheidorowski. Der hat mich schon mit seiner Selen beglückt in Dragon's Dogma 1. Und diesmal hat er sich einen gebastelt, ja, der eigentlich aussieht wie Spock. Und er heißt auch Spock. Ich bin gespannt, was der Kerl kann. Er sieht auf jeden Fall aber witzig aus. Ist ein ganz schöner Hühner. Sowas braucht man auf jeden Fall als Krieger. Es haben sich auch ein paar Leute schon die Niki ausgeliehen. Nicht allzu viele. Das wird auch in diesem Teil, glaube ich, etwas schwieriger, da es so viele spezielle Vasallen gibt und auch viele, die nach irgendwelchen berühmten Vorbildern gefertigt wurden. Und hier, das wollte ich euch auch noch zeigen. Hier hinten waren Explosionspfeile dran, die habe ich gefunden. Dann habe ich mir noch ein bisschen Lagermanagement gemacht, habe noch ein bisschen Zeug verteilt. Aber nichts Großes. Jetzt würde ich hier gerne noch ein paar Leute befragen. Vielleicht gibt es ja noch was Schönes zu finden. Nee, bitten möchte ich dich um nichts. Und hier war noch ein Zettel dran, genau, den wollte ich erstmal lesen. Stolpert nicht im Dunkeln herum, rüstet euch mit einer unserer besten Laternen aus, aber passt auf, wie weit ihr euch des Nachts von zu Hause entfernt, sonst werden Bestien vom Leuchten an eurer Hüfte angelockt wie Motten vom Licht. Oh, ja, klar. Nachts ist es immer gefährlicher. Ich will mal gucken, wie viel das Lampenöl hier kostet. Ich habe auch noch mal 300, ich nenne es jetzt einfach mal, ja, 300 Gold gefunden natürlich und da könnte ich ja mal gucken, aber das ist bestimmt schweineteuer auch, die Laterne. Ach, vom Waffen ganz zu schweigen, Leute. Guckt euch mal diese geilen Waffen an. Naja, schauen wir mal. Genau, den hier, den Fruchtoroborans, den haben wir dem kleinen Mädel verkauft. Den hätten wir auch selber machen können, aber mir hat eine Ingredienz hier, glaube ich, gefehlt. Ich habe da nochmal rumprobiert. Ich habe ja verschiedene gemacht, aber irgendwas Bestimmtes hat mir gefehlt. Das war ein bisschen schade. Lampenöl. 100. Oh. Da nehme ich mir mal gleich, weil das ist wirklich essentiell wichtig. Lasst euch das sagen. Ich könnte mir auch noch eine Laterne. Kostet 1000. Ja, aber Niki hat ja eine Laterne. Ja, dann passt das ja eigentlich wieder, gell? Ace weiß ich nicht, ob die eine hat. Und das Spock, ob der eine hat. In dem ersten Teil war es immer so, dass man da mal ein bisschen was holen musste und die ausrüsten musste. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist. So, wie ihr hört, ich habe immer noch die Sounds von Dragon's Dogma 1 drin, weil ich die einfach geil finde. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die geiler findet oder nicht so geil findet. Und falls ihr euch fragt, was ist denn nur das VRR, von dem der Affenkönig die ganze Zeit immer redet, das ist eigentlich nichts anderes als eine Variable Refresh Rate und passt sich da in Echtzeit ein bisschen das Bild an. Hier habe ich noch Goldeimer gefunden. Da war ich im letzten Part nicht drin. Das wollte ich euch auch noch mal zeigen, dass ihr das vielleicht auch noch looten könnt. Ansonsten nichts Großes. Jetzt werde ich hier rigoros ein paar Leute befragen. So, sie können sich nicht beschweren. Wer bist du denn? Schön, wenn es dir gut geht. Oh, der hat so einen geilen Zopf. Finde ich auch geil. Undercut und Zopf, so ein bisschen wie Ragnar Lodbrok oder sein Sohn Ubbe bei Vikings. So, hier runter müssen wir irgendwann. Das war ja die Hauptquest. Aber ich will noch nicht in die Hauptstadt reisen. Ich würde gerne erstmal hier noch ein bisschen erkunden. Oh, hier ist Leonard. Ach, Dankeschön, meine Niki. Das geht mir genauso. Wenn du an meiner Seite bist, dann bin ich glücklich. Besonders zwischen meinen Lenden. So. Und das Coole ist, ich darf es sagen, weil die Niki ja meine Frau ist.
Ja, verzeiht mir mein Pipi-Kaka-Humor, der ist nun mal so. Ich bin halt einfach da ganz einfach gepolt. Aber was komisch ist, wenn der hier springt, mein Charakter, das war im ersten Teil nicht so, dann fällt der immer nach vorne, als wird er gleich hinfallen. Und umso tiefer wir springen, irgendwann haut er sich hin, das kennen wir ja aus dem ersten Teil. Da gibt es ein schönes Blutfleck. Und ich will auch immer noch wissen, was das mit der Gesundheit war. Weil die ja nicht mehr aufzufüllen gingen, wo wir dann angegriffen wurden. Ich meine, klar, Niki ist jetzt da, wir können uns heilen lassen, aber irgendwie ging ja trotzdem ein Stück nicht aufzufüllen. Nee, alles gut, Meister. Aber hier scheint wirklich gar nichts mehr. Jetzt hat der Drachen alles verkokelt und verbrannt. Kein Sucher-Medaillon. Einfach nichts. Ah, ich mag diesen Grafikstil, diese. Also, nicht jetzt die Resident Evil, die RE-Engine, die meine ich nicht. Ich meine einfach diese Echtheit. Das strahlt für mich alles so erdige, echte Töne. Ja, sag mal, hast du Töne? Ich mag das einfach. Eine Weine, wie man so schön sagt. So, die hat auch nichts für uns. Ach, das ist der, mit dem wir schon mal gequatscht haben. Hier ist der John Snow-Verschnitt. Ah, ne, das ist der nicht. Norbert! Norbert, bist du's? Oh, verdammt! Jetzt habe ich mir umsonst Hoffnung gemacht. Wartet, würdet ihr vielleicht meinen Bruder für mich suchen? Der mutige Dummkopf sagte, er wolle nach Kräutern suchen und ist dann im Wald verschwunden. Seither habe ich keine Spur mehr von ihm gesehen. Ich würde ja selbst nach ihm suchen gehen, aber wisst ihr, hier, ich habe noch EMT und dieser Ort ist auch gefährlich, wisst ihr. Ich habe keine Angst vor Monstern, aber es wäre doch auch nicht besonders hilfreich, würde ich einfach unvorbereitet dort hineinrennen und mich verletzen, oder? Daher dachte ich, vielleicht würdet ihr meiner Stelle gehen. Ihr seht so aus, als würdet ihr in diesen Wäldern besser zurechtkommen als ich. Ich bitte euch, ich mache mir Sorgen um meinen Bruder. Ich verstehe dich, mein Freund. Ich hole Norbert da raus. Oh, geil. Ha, vielen Dank. Ach ja, ich habe eine Vermutung, wo er hingegangen ist. Geht in den Wald und biegt ab, sobald ihr den Baum mit dem Vogelnest erreicht. Die Klippe zu eurer Rechten. Oh, das wird nicht klappen, oder? Ich sehe den Weg zwar vor meinem geistigen Auge, meine Füße, kenne ihn aber viel besser auf einer Karte. Kann ich ihn auch nicht einzeichnen. Soweit ich weiß, sind mein Bruder und ich aber die einzigen, die diesen Pfad benutzen. Ich vermute, es gibt daher nur eine einzige Lösung. Ich werde euch den Weg zeigen müssen. Naja, gut. Aber seid wachsam. Die Monster im Wald haben sich seit dem Angriff des Drachen verändert. Ihr werdet auf mich aufpassen müssen, mich beschützen. Das werdet ihr doch, oder? Oder? Ich hab da noch einen im Tee. Gut, dann lasst uns aufbrechen. Mein Leben liegt in euren Händen, Freund. Oh, das ist eine schöne Mission nach meinem Geschmack, Leute. Und da muss man bei Dragon's Dogma tatsächlich sehr aufpassen. Da können einen die Leute schnell hops gehen. Und guckt euch mal seinen Mantel an. Sowas will ich auch haben. Der glänzt richtig, als ob er aus Leder. Der ist aus Leder. Ah, you've returned. Nein! Good timing too. I have questions for you. Ah, Mist. Ja, das hätte ich mir auch denken können. Wenn ich jetzt hier runtergehe, geht die Hauptquest weiter. Ah, ihr seid zurückgekehrt. Und das zu einem guten Zeitpunkt. Ich habe Fragen an euch. Zuallererst werdet ihr mich zur Hauptstadt begleiten. Hab Dank. Seid ihr bereit zum Aufbruch oder benötigt ihr noch etwas Zeit, um euch vorzubereiten? Natürlich brauchst du noch ein bisschen Zeit. Also gut. Sprecht mit mir, sobald ihr eure Vorbereitung abgeschlossen habt. Schön, dass er uns die Zeit noch lässt. Weil wir müssen Norbert finden. Oh, da unten. Da sind Eier. Ah, die kann ich gar nicht zerstören von hier. Ja, Spock hat gerade gesagt, dass jeder was anderes bevorzugt. Manche wollen Beastrim mitnehmen. Würde ich auch mitnehmen. Jetzt habe ich zwar nur menschliche Vasallen mit. Shall we see if there's all to be found while we're here?
Freilich, such doch mal ein bisschen abseits der Wege. Gerne, meine Freunde. So, guckt mal, ob er was Schönes findet. Spock ist unbeeindruckt. Der guckt, glaube ich, nur selber. Der ist auch immer sehr müde. Was ist denn mit dir los? Du hast wohl schon so viele Leute... Oh, der ist extrem müde. Ich frage mich immer, das war auch so ein Geheimnis von Dragon's Dogma 1, wie man die Leute überhaupt, die Vasallen, einstellen kann. Da gibt es so viele Varianten, wie die dann doch wieder anders sind. Der eine ist zum Beispiel der Spock müde, der andere hört gar nicht auf einen, aber das kann man eigentlich nie so hundertprozentig einstellen. Wie gesagt, im ersten Teil gab es so ein, wie hieß der denn nur, Stuhl der... Ich weiß nicht mehr, Stuhl der Vorahnung oder irgendwie so, der hatte so einen Namen. Schuh des Schicksals, und da konnte man die Wesensarten noch so ein bisschen ändern, ob sie eher aggressiv handeln sollen oder vorsichtig. Das haben wir jetzt ja in den Grundzügen schon in der Charaktererstellung eingestellt, aber eben noch nicht alles. Und ich danke euch für eure Views, für eure Aufrufe. Ich kann natürlich jetzt nicht... Ja, fähige Kameraden sind wahrlich ein Segen, das stimmt. Ich kann nicht auf alles antworten, weil ich ziemlich schnell viele Parts aufnehme, weil ich natürlich Bock habe, das Spiel zu spielen. Und wenn ich das hochlade, ist das Video dann meistens schon eine Woche alt. Oder mehrere Tage. Eine schöne Hartknolle. Oh, hier waren wir noch nicht in dem Bereich. Es gibt immer was zu finden. This is a good spot. Let's stop here a moment. Ach doch, das ist das Lager, was wir gefunden hatten im letzten Part. Dieser Ort sieht gut aus. Lasst uns einen Augenblick hier rasten. Ich habe hier mit meinem Bruder oft das Lager aufgeschlagen. Ich bin sicher, er hat sich hier ausgeruht. Genau wie wir. Ja klar, ich habe ja im letzten Part gesagt, hier muss ja irgendjemand erst gewesen sein. Aber Lager aufschlagen möchte ich eigentlich nicht, Omo. Ja komm, dann machen wir das einfach mal. Lager aufschlagen. Falls der Erweckte eine Lagerausstattung zur Hand hat, kann er sein Zelt bei den Überresten eines Lagerfeuers in der Wildnis aufschlagen. Wie bei seinem Gasthaus stellt das Ausruhen in meinem Lager die Gesundheit, Ausdauer und Verlustleiste der Gruppe wieder her. Ach, was Verlustleiste. Das muss irgendwie was damit zu tun haben, dass ich meine Gesundheit nicht auffüllen konnte. Okay, Abenteurer, die selten in die Stadt zurückkehren, sollten eine Lagerausstattung im Gepäck haben, damit die Erschöpfung sie nicht überwältigt. Ein Lager aufzuschlagen bietet auch die Gelegenheit, Fleisch zu grillen, das bei dem Verzehr bestimmte Werte erhöht. Auch cool, wie bei Monster Hunter. Je nach besser die Qualität des Fleisches, desto größer der Anstieg, den du erwarten kannst. Bevor du ein Lager aufschlägst, wäre es klug, alle Gegner in der Nähe zu eliminieren. Es nicht zu tun, erhöht die Chance auf einen Hinterhalt, während deine Gruppe am verwundbarsten ist. Das wollen wir natürlich nicht. Aber hier waren keine in der Nähe, soweit ich gesehen habe. Du kannst ohne Lagerausrüstung kein Lager aufschlagen. Achso, das nimmt er sich jetzt nicht automatisch aus dem Inventar. Dann muss ich das mal aus Niki ihr Inventar nehmen. Die Verwendung eines Reisesteins wird dich augenblicklich zu einem Zielkristall transportieren. Ach, ich habe noch keinen Reisestein. Zielkristalle sind permanente Bestandteile von Städten, aber du kannst auch deine eigenen Zielkristalle an Orten deiner Wahl platzieren, also wie im ersten Teil. Da gab es aber nicht so viel im ersten. Ich weiß nicht, vielleicht waren es 7 Stück oder so. Du kannst bis zu 10 Zielkristalle gleichzeitig an verschiedenen Stellen in der Welt platzieren. Ah, okay. Einmal platziert, kann ein Zielkristall entfernt werden. Wenn du ihn woanders hinlegen möchtest, ja, das ist wie im anderen. Da kann man den rausziehen und tut ihn woanders hin. Zum Beispiel, wenn man einen bestimmten Gegner an einem Spot immer farmen will, so habe ich das gemacht, kann man den dahin reinstecken in die Erde, reinklöppeln. Und dann kann man sich dann schön immer wieder einen Drachen suchen. Aber im ersten Teil war es ja auch so, dass die dann... ich glaube, immer nur wochenweise aufgetaucht sind. Also wenn man die einmal besiegt hat, hat es eine Weile gedauert, ehe die wieder da waren. Was ja auch gut ist, finde ich. Du musst mindestens einmal mit permanenten Zielkristallen in Städten interagieren, bevor sie als Reisesteinziele verfügbar werden. Ja, das ist auch klar. Du musst sie erstmal entdecken. Ja, ja, ja. Können wir jetzt hier das Lager von der Tiniki hat doch irgendwo...
Wer hat das denn? Wen habe ich das denn gegeben? Ah, hat man das vorhin jemand anders gegeben? Nee. Ich müsste doch was dabei haben, wa? Wo könnte das denn sein? Ja, das ist schade. Dann haben wir also doch nichts dabei. Dann suchen wir Norbert halt so. Wir kriegen das schon hin. Wir sind doch dichtsche Kerle. Don't look down now. Take care not to fall. We must remain vigilant. Ja, ich lasse mir gleich mal ein bisschen Hilfe organisieren. You have no need of my assistance at present, but I shall be ready to render aid at a moment's notice. Okay, ich dachte, sie verzaubert dann meine Waffen oder sowas. Aber dem ist noch nicht so. So, unser Kollege ist hier unten, also müssen wir auch hier unten hin. Oh, da sind Goblins. Let me get that. Goblins, Master. We have no means of exploiting our enemy's weakness. Yes! Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Jetzt hat es verzaubert, geil. Komm her! Oh Mist, der brennt! Er stürmt aber auch vor. Ah! Oh Mist, Leute! Jetzt hat es mich voll hier runtergekarrelt. Okay, jetzt müssen wir uns schnell was reinpfeifen. Das war jetzt wieder typisch Affenkönig dämlich, sage ich euch. So schnell was reingedrückt. Kann man dann Schnelltaste eigentlich festlegen hier? Ah, benutzen, geben, nee. Gut, benutzen wir das Ding erstmal. Und dann können wir ja noch reifer Apfel, bevor er schlecht wird. Dann tun wir noch ein kombinieren und machen uns noch hier so ein bisschen Trockenobst. Dann wird das nicht so schnell schlecht. Huiuiui, Leute. Aber vielleicht hat ja auch jemand hier noch was fallen lassen. Koboldhorn. Ja. Ihr mistigen Mistmaden. Junge, 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 Junge. Sollen euch die Laken holen. Ja, das sind, glaube ich, eher Rinde vom verletzten Kiefern, aber es sind eher Fichten, glaube ich, die Bäume. Ja, selbst das heilt uns nicht mehr hoch. Krass, das ist neu. Das ist wirklich neu. Oh, hier gibt es auch noch was Schönes. Nicht ablenken lassen, Affenkönig, weiter geht's. Alexis, komm zur Hilfe! Zerstörbare Brücke. Hängebrücken stürzen zusammen, wenn du ihre Stützen zerstörst. Du kannst das nutzen, um deine Gegner zu fangen, indem du sie in die Mitte der Brücke lockst und sie in ihrem Verderben stürzen lässt. Die durchtrennten Enden dieser Brücken können wie Leitern erklommen werden. Oh, ja, das ist natürlich auch irgendwie ganz schön nice, oder? Geilo, geilo, geilo. Aber wo ist jetzt hier eine Brücke? Sehe ich jetzt hier was? So, Äpfel nehmen wir mit. Oh, eine Kiste. Nee, alles können wir nicht liegen lassen, Leute. Ich muss schon Riffkristalle. Ich muss natürlich auch ein bisschen was hier looten, das ist doch klar. Oh! Habt ihr das gesehen? Wie er gewackelt hat. Aber jetzt ist er irgendwie nicht automatisch gesprungen. Vorhin ist er ein paar Mal automatisch gesprungen.
Aber hier muss doch noch irgendwas sein. Da ist was. Was haben wir denn hier? Grünlattich. Oh, schön oben am Südhang wachsen die Weintrauben. Oh, warte. Komm her. Okay, Leute, das wird nichts. Da springt er gleich auf mich drauf, der Hornochse. Misthund, du Elender. Hiya! So, erstmal weg hier. Erstmal schnell Spam. Was ist hier unten los? Ach, die kämpfen hier unten auch schon wieder. Vorhin krass, wie er sein Schild hochhält. Elendes Mistgesacks. Das ist so, wenn man hier schön was entdecken will, die haben hier überall ihre kleinen Lager versteckt. Aber ich weiß jetzt auch, warum ich noch nicht so richtig zurechtkomme mit dem Kampfsystem. Ich hatte es mir bei Dragon's Dogma 1 alles auf R2 das Schießen gelegt und nicht auf R1. Das bringt mich so ein bisschen noch durcheinander, aber weil hier ein paar Tastenbelegungen anders sind, würde ich es gerne mehr wieder angewöhnen, auf R1 zu schießen. Haben sie mich hier schön gestört bei der Traubenernte. Ja, ein Suchermedaillon. Gibt dann auch wieder das bestimmte Geräusch. Aber zeigt das uns auch irgendwas an? Den Weg? Ach hier, zeigt uns den Weg an, wenn wir gedrückt halten. Ja, das ist natürlich cool. Oh, wir haben schon den, was sein Auftrag mit Spock erledigt. Ja, die Tage gehen irgendwie schnell rum. Ah, da drüben. Da ist er. So, schöne Flammenpfeile. Oh, das ist ein dickerer. Yes, Stufe 6. Yes! High five! So, hat der was dabei? Koboldhorn. Kann man den noch tragen? Er ist schon recht groß. Uiuiui. Aber es geht. Wir wollen ja gleich eine Botschaft für die ganzen Jungs da lassen, dass sie sich nicht mit uns anlegen sollen. So, das Ding schöne kaputt gemacht. Hat der was? Der hat nichts. Gold. 1550. Ist ja gar nicht so wenig. Und was war jetzt hier drinne? Habe ich jetzt nicht gesehen. Hat der Spock gleich gelootet. Du bist ganz schön mutig, mein Freund. So, erst gucken wir hier nochmal, ob hier in der Ecke noch irgendwas Schönes zum Looten ist. Oh. Na komm her! Das ging natürlich schnell. Ja!
Yes. Was haben wir hier für eine Truhe? Oh, geil, ein Fellumhang. Ja, schön. Dann hat sich das jetzt auf jeden Fall hier schon gelohnt. Komme ich hier hoch? Ja. So, können wir uns mal ein bisschen umgucken. Hier oben wird garantiert noch irgendwo was sein. Bin ich mir sicher. Da ist eine... Die ist ja auch schon gelootet, die Truhe, sage mal. War mal überall schon anscheinend. Okay. Weiter geht's. Wo ist unser Kollege? Hallo? Hier ist er. Was ist denn mit dir los, Ohmchen? Ach, ich sag gerade Ohmchen, weil sie so komisch geduckt gerannt ist. Aber das ist die Niki. So, verwes ruhig dort unten. Follow me. We ought press on. Lest aught befall my brother. Nee, ich möchte auch nicht, dass dein Bruder was zustößt. Da unten verwest einer. Ist das jetzt... Nee. Grünlattig, sehr gut. Hä? Wo willst du wieder zurück? Nee. Da müsste ja jeder Weg weitergehen. In den Wald rein. Dachte ich. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Ach, das ist... Ich liebe das aber. Liebt ihr das nicht auch, wenn Rollenspiele einen ablenken und man eigentlich dann immer abseits der Wege da noch was entdecken will und da noch was entdecken will? Und das macht es doch eigentlich auch aus. Und wenn man diesen Entdeckerdrang hat, wenn das Spiel das schafft, dann ist das ja eigentlich... Ich finde für die Entwickler das größte Abzeichen, was sie sich irgendwo anheften können. Weil ich liebe das. Oh, hier geht ganz schöner Wind. Ach ja, und ihr müsst euch mal die Abzeichen angucken. Die Abzeichen. Ha. Nein, die Vergleiche angucken zu PS4 und zu PS5 und auch zum PC und der Xbox Series S und X. Auf der PS5 sieht es deutlich besser aus und knackiger. Zum Beispiel die Gräser und sowas. Zumindest bei den Vergleichsvideos, die ich gesehen habe. PC natürlich ist klar, das kann man nicht vergleichen. Das ist immer noch mal besser. Obwohl die ja ganz schöne Performance-Probleme haben. Zumindest hatten sie das, hatte ich das irgendwo gelesen. Ah, hahaha. Ich bewundere eure Entdeckungsgabe. Ja, sehr cool. Soll ich die Brücke einfach mal zerschießen? Ah, dann kommen wir nicht mehr zurück. Obwohl, da müssen wir eigentlich nicht zurück. Da können die Goblins vielleicht dann erstmal nichts mehr anhaben. Oh. Geil. Einfach erstmal schön zum Bersten gebracht. Was hat uns Spock denn jetzt gerade gegeben? Da oben ist die Hütte und er wollte weiter nach unten. So, nicht so schnell vorrennen, sonst ist unsere Ausdauer wieder alle, wenn wir dann irgendwo ein paar Gegner sehen und hören. Oh! Kann mich hier irgendjemand hören, bitte? Ich brauche Hilfe! Oh, das sind Wölfe. Norbert, bist du das? Ja! Bringt das Feld zum Lodern! Wo ist er? Stay with me, Arisen.
Lass Nick in Ruhe, du Scharlatan! Ja, komm her, du Dickers, du! Ab gegen die Wand! Ah. So, Gnadenschuss! So, haben sich alle... Sie sind weg, oder? Yes. Ah, schön. So, Norbert. Ich dachte schon, ich wäre erledigt, du. Ja, es war ziemlich knapp. Wie fühlst du dich? Naja, ich komme schon wieder auf die Beine. Aber wenn du nicht gekommen wärst... Danke, Ian. Spar dir deinen Dank, Norbert. Ich bin dein Bruder. Und ich hätte viel früher kommen sollen. Aber ich habe noch einen gezwitschert. Für mich zählt nur, dass du es rechtzeitig geschafft hast. In jedem Fall würde ich diesen Ort gerne so schnell es geht verlassen. Lass uns zurück ins Dorf gehen, in Ordnung? Je schneller, desto besser. Ich muss diese Heilkräuter zu den Leuten bringen, die sie brauchen. Ja, da lass uns losgehen, Junge. Schnellen Schrittes, los. Knochen in der Hand und los geht's. We might see our charge delivered safely. You can do this. I know you can. Okay, jetzt müssen wir die alle beide noch eskortieren zurück. Ich will mal gucken, ob wir noch ein bisschen Loot hier finden von den Wölfen. Ah, kein Fell. Nichts. Ist ja schade. We ought to take a closer look. Oh, 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 jetzt kommt natürlich noch mal mehr. Hier war doch noch einer. Wo ist er? Hat doch schon einen Pfeil drinne. Hohoho, geil. Lichteffekte sind mega. Ja, Bogenschütze ist bei so flinken kleinen Zielen genau, also eigentlich so am schwierigsten. Da ist so ein Dieb schon wieder richtig gut. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal auf Dieb umskillen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ich gehe mal schnell... Auf Toilette wollte ich gerade sagen, nee, ich will mal schnell speichern. Ach, das geht nicht. Mist, weil wir den jetzt getriggert haben. Okay, Leute, Gedeih oder Verderb, wir probieren's. Nur mal schön aufs Auge schießen bei den Zyklopen. Wir müssten jetzt eigentlich auf die Brücke locken, das wäre perfekt. So, komm her, mein Dickerschen. Ja, das Auge, es tut weh. So, ich will mal auf den Rücken klettern, mal gucken, ob das was bringt. Huh. Ja, er brennt! Komm schon! Ah, Mist, meine Ausdauer. Ich muss runter. Ja, schön ins Auge, hier kommst du nicht weiter. Ah Mist, ich hab keine Ausdauer mehr. Jetzt aber. Huh. Ja!
So, jetzt pfeife ich mir schnell was rein. Irgendwas, was für die Ausdauer gut ist. Ich hatte doch irgendwas richtig Gutes. Große Menge Gesundheit, Ausdauer. Ja, komm schon. So, schön in die Ohrmuschel rein, ja? Viel Spaß beim Tinnitus, mein großer Freund. Oh, loslassen. Oh, was für eine Kelle. Den kriegen wir, Leute, den kriegen wir. Dickerschen! Oh, der zerledert sogar die ganzen Bäume. Ist das genial. Es fühlt sich an wie mein erster Kampf bei Dragon's Dogma gegen den ersten Zyklop, der da kommt. Der hat gesessen. So ein paar schöne kleine Schüsse. Ich würde gerne mal meinen Tritt ausprobieren. Ja! Geil, Leute. Laufbahnrangaufstieg. Und Norbert und Ian leben auch noch. Das hat natürlich gut gepasst, dass die jetzt mit hier waren. Nicole hat gut geheilt. Grober Knochen, Zauberhut, unförmiges Auge. Ach, ich hätte ihn gerne mal aus einer anderen Perspektive gesehen. Oh, sieht die geil aus, Leute. Ich bin immer noch... Jetzt würde ich hier die ersten 2 Minuten spielen. Wir haben gerade erst mal die Oberfläche angekratzt. Und hier den Baum, den hat er komplett umgerissen. Ich glaube, der hat sehr viele Bäume einfach umgerissen. Jetzt muss ich aber auch noch da hochgehen und gucken, ob in den Lager nicht noch irgendwas zu finden ist. Und dann gucken wir uns mal unseren Loot an. Was haltet ihr davon, meine Freunde? Ah, da muss er doch irgendwo gelebt haben. Ich höre doch hier was. Er hat doch irgendwas gestammelt und geatmet. Riftstone. Geil, da kriegt man auch gleich 30 Riftkristalle. Oh, und hier hat doch unser Zyklopenfreund was gefressen, hä? Dörrfleisch. Was ist denn hier? Schmetterlinge? Hier hinten leuchtet nämlich auch noch was, eine Laterne. Da können wir nichts machen, ist einfach nur so. Okay, Leute, wir sollten zurückkehren. Erstmal, aber dort unten, was ist da los? Hängt da einer? Wo sind wir hier? Hier ist auf jeden Fall doch so ein geiler Käfer. Mit den Käfern, da muss ich mich wahrscheinlich wirklich mal belesen, was es mit denen auf sich hat. Rinde eines Zimtbaums haben wir ja auch schon mal. Haus von Aini. Ich hätte Heini lustiger gefunden, oder? Als Aini. Könnte mal ins Haus reingehen von Aini. Schläft bestimmt, wa? Oma, ich will Magie lernen. Bitte. Schon wieder, mein Kind. Du weißt doch genau, dass dein Vater dir das verboten hat.
Es gibt so viele andere Dinge, die in deiner Interesse verdienen. Warum beschäftigst du dich nicht mit etwas anderem, was deinem Alter entspricht? Immer bist du auf Vaters Seite. Ich habe gedacht, du verstehst besser als jeder andere, wie ich mich fühle. Oh, sie will doch Magie lernen. Das ist ja geil eingerichtet mal wieder hier. So, Riftkristalle. Blumen. Tja, wir müssen ja auch noch Leute beschenken. Oh, was hat die denn für geile Ingredienzien hier? Ein Riesenschädel von den Ochsen. Könnte auch ein Minotaurenschädel sein, theoretisch. Viele Weinchen. Kräuterchens. Ja, schön. So, wir gucken uns mal das Loot an. Und dann geht's ab zurück, ist doch klar. Was haben wir denn gekriegt? Was haben wir denn gekriegt? Ringe, nichts. Oh. So, ich bin bei Niki. Ein Umhang, der vielfach von Reisenden getragen wird, aus einem dicken, pelzigen Fell genäht, erhält er den Träger auch in kälteren Gefilden warm. Oh, sehr schön. Und ich sehe gerade, da unten drunter bei den Laufbahnen, wir können jetzt auch schon zwei andere Laufbahnen wählen, und zwar Erzmagier und Krieger. Cool. Ach nee, das sind die Leute, die den tragen können. Okay, alles klar. Ja, wir haben plus 1 Feuerwiderstand. Plus 1 Feuer und was ist das andere? Das rüsten wir jetzt einfach mal aus, oder? Dann sehen wir nicht mehr ganz aus wie ein Lump. Wobei ich immer noch ein bisschen, naja, untenrum ist es noch ganz schön frisch an die zwei kleinen Wachteleierchen, die da in der Luft hängen. So, mit meinen kleinen lederzerfetzten Röckchen. Das könnte man natürlich Niki geben. Obwohl ich den immer nicht mag, weil das sieht halt nicht toll aus. Gell? Das sieht halt wirklich aus wie Lumpen. Aber ich will mal gucken, was die anderen so gesammelt haben. Irgendwas Wichtiges für uns, was noch in der Kiste drin war? Nein, das bockt nicht. Wie sieht's mit dir aus, Ace? Nee, auch nicht. Zumindest jetzt nichts. Sie hat auch schon viel Zeug gesammelt auch. Wegpuder haben wir da nochmal. Gereiftes Beaststeak. Das sollten wir auch bald kombinieren, würde ich sagen. Machen wir nochmal Dörrfleisch draus, bevor es schlecht wird. So, dann könnte die Niki das jetzt mal aufsetzen. Dann gucken wir uns das gleich mal an. Aber der Schutz ist dann halt doch besser. Plus 1 Feuer, plus 1 Eis, plus 1 Elektro- oder Blitzwiderstand. Ja, das ist besser. Die Abwehr geht hoch. Die magische Abwehr geht hoch. Der Niederschlagenwiderstand. Eine praktische Kopfbedeckung, die von Zauberern aller Gesellschaftsschichten verwendet wird. Ja. Dann rüsten wir die mal aus. Ich finde es irgendwie komisch, dass es gar kein direktes Ausrüstungsmenü mehr gibt. Doch. Ha, ja. Oh, das sieht aber schön aus, der Mantel. Den gab es auch schon im ersten Teil, aber natürlich, der sah da nicht so geil aus. Aber ihr wisst, was ich meine, dass untenrum noch frisch ist, gell? im Odenwald, da werden einen die Hoden kalt, sage ich nur. So, ich zerdepper hier ein bisschen Zeug noch. Oh, nee. Ich will niemanden provozieren. So, Niki, wie siehst du aus? Ja, ein Zauberhütchen halt. Hier hinten gibt es noch was zu sammeln. Die sammeln auch viel schneller als im ersten Teil. Aber dadurch, dass die Vegetation auch viel dichter ist als im ersten Teil, muss man sich auch mal noch mal ein bisschen schneller oder besser orientieren. Gerade jetzt, wenn es dunkel ist, ist es schon recht schwierig. So, wir eskortieren aber die Jungs erstmal. Geht erstmal wieder zurück. So, hier war das Feuer. Könnte natürlich bei Tag reisen, aber nee. Bei der Nacht sehen wir bestimmt noch ein paar andere Monster. Geil, eine richtige schlagkräftige Sechsertruppe. Das habe ich im ersten Teil auch immer ausgenutzt und habe dann auch andere Gegner noch kalt gemacht.
Man ist natürlich Gefahr gelaufen, dass dann doch nochmal der ein oder andere große Brocken kommt und dann hatte man ein kleines Problem. Bin jetzt ja natürlich auch schwer beladen hier. Aber rein für die Schlagkraft der Truppe war das natürlich viel besser. So. Ach, das war nur eine Abkürzung. Ach Leute, ich bin so glücklich, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Liebe Grüße an die Nadja, den Scheldorowski, den Träumebär. Emo Blackstar, alle meine Freunde, die mir immer so fleißig schreiben. Es ist cool, der Markus hat geschrieben, alle möglichen. Und denkt bitte dran, dass unter diesem Video hier wird es dann wahrscheinlich stehen. Also ich werde euch dann ja eh anschreiben, wer die schöne Steelbook von Dragon's Dogma gewinnt. Wenn ihr sie natürlich nicht haben wollt, dann schreibt am besten nichts drunter. Aber wenn ihr Bock habt, die von mir zugesendet zu kriegen, dann gerne einen Kommi da lassen, einen Like, ein Abo, weitererzählen, mal auf Instagram vorbeischauen. Und so weiter und so fort. Spock, bitte an die Front. Hinunter an die Front. It is broken, but methinks there is still a way forward here. Ach so, weil die Brücke kaputt ist. Das hat sie doch gerade gemeint, oder? Ja, ich glaube schon. Da unten läuft auch noch einer rum. Na, wer läuft denn hier so spät? Durch Nacht und Gewitter, wollte ich schon sagen. Was war denn? Ich grüße dich. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Ich habe meine Jungs und Mädels dabei. Och, das sieht aber auch geil aus, gell, mit dem Lagerfeuer. Sieht man dann auch von schön weit. Da weiß man dann schon Bescheid. Aber mir hat es ganz schön Gesundheit weggezogen. Krass. Und ja, man hat ja in Dragon's Dogma relativ lange Laufwege. Das ist halt so. Aber das macht es halt auch aus, weil man entdeckt immer mal wieder was Neues. Dann gibt es immer noch mal schöne neue Gegner. Ja, ist auch gar nicht so easy. Oh! Oh mein Gott! Geister! Phantome! Die kann ich doch bestimmt nur mit Magie bekämpfen, oder? Wo seid ihr? Die konnten einen nämlich besehen im alten Teil, wenn man da nicht aufgepasst hat. Ja. Nein, es hat mich. Aber mit Feuerfallen komme ich ihm bei. Zieht ihm was ab, das ist geil. Wo? Da. Aber so richtig viel ziehen wir nicht ab, wa? Muss die Niki das meiste übernehmen. Na doch, ein bisschen was ziehen wir ab. Vielleicht ein gezielter Schuss besser. Wo ist noch einer da? Weg ist er. Ah, die sehen ja auch geil aus. Huiuiuiui, Leute. Stark gemacht. Was haben die denn fallen gelassen? Ah, Riftkristalle und sonst noch irgendwas? Leider nein. Ein Apfel. Ja, die tauchen wahrscheinlich auch nur eher nachts auf. Nee, liegt nicht auf dem Boden. Die haben sonst immer. Ektoplasma war es nicht, aber irgendwas haben sie immer fallen lassen. Spektralstaub oder sowas.
Das kleine Dorf Melve bei Nacht. Der Aschen. Der Drache hatte es fast zu Asche zersetzt. Doch nun kehrte der Erweckte ins Dorf zurück und die Hoffnung der Bevölkerung keimte auf. Oh, da unten sind wieder welche. Ja. Was? Oh, Skelette. Ja! Ha! Oh. Meine Güte, wie schnell die einen auch. Da kommt man erstmal so schnell dann gar nicht weg. So. Kombiniere. Machen wir uns mal ein paar schöne Tränke nochmal zurecht. Hauen wir uns gleich rein. Optimale Anordnung. So. Da geht aber auch nur auf mich, geht der Drecksack. Das gibt's gar nicht. Der weiß, dass ich langsam, dass ich schwer beladen bin. Aber wie... Ich versuche eigentlich die ganze Zeit, meinen einen Move zu machen, aber so richtig habe ich noch nicht hingekriegt. Ich muss das jetzt mal probieren, Leute. Auch wenn das Risiko hoch ist. Geronimo! Nee, macht er nicht. Na, schießen kann ich ja aber. Da war er! Oh, geil, da zieht ganz schön was ab. Mein Dropkick. Nice! Alteisen nehmen wir mit. Dare I say it? We trounced our foe well and true. Well, I'm sure there's still room for improvement. So, wieder in die sichere Heimat. Sonnenblüte nehmen wir mal mit. Ach, naja. Da vorne ist doch die Brücke. Also die Nacht ist doppelt und dreifach gefährlich und auch schön dunkel. So wie ich es gerne habe. Deswegen habe ich ja auch bei Fallout, bei meinem Fallout Let's Play immer alles so schön dunkel gestellt. Im Dunkeln lässt sich's gut munkeln, meine Damen und Herren. Oh, die sind aber jetzt knapp über die Brücke gelaufen, haben die richtig geschnitten. Da musst du ja gleich Angst haben, dass sie runterfallen. Endlich wieder zurück. Das war ja eine Tortur. Ja, ich bin erschöpft, aber ich kann mich ausruhen, sobald ich diese Kräuter ausgeliefert habe. Ich werde bald zurück sein. In Ordnung, pass einfach auf dich auf. Ich gehe nochmal hier in den Knastern und dann gehe ich auch ins Nest, gell? Alles klar. Ihr fragt euch, weshalb ich ihm nicht folge. Solange er sich von diesem Wald fernhält, kommt er gut alleine zurecht. Als mein Bruder sagte, er wolle diese Kräuter sammeln, hatte ich mich geweigert mitzugehen. Es sei zu gefährlich. Die Monster verhielten sich ja, in der letzten Zeit hier seltsam. Ich habe es ja schon gesagt. Und ich hatte recht. Trotzdem wäre dies alles vielleicht nicht passiert, wenn ich mit ihm gegangen wäre. Immer ist es mein Bruder, der die Initiative ergreift, während ich mit den Händen in der Tasche herumstehe und einsaufen gehe. Aber der heutige Unglücksfall hat mir gezeigt, dass ein Weg ohne Reue der richtige Weg ist, selbst wenn es unklar sein sollte, wohin er führt. Wir konnten Norbert retten. Das ist vermutlich alles, was zählt. Trotzdem komme ich nicht umhin, mich zu fragen, ob ich ihm nicht einiges an Leid und Angst hätte ersparen können, wenn ich mich bloß früher zusammengerissen hätte. Aber jetzt werde ich meinen eigenen Instinkten vertrauen. Niemals wieder wird meine Angst mich davon abhalten, das Richtige zu tun. Sehr stark, Ian. Dann hast du dich endlich mal ein bisschen zusammengerissen und jetzt kannst du ein ordentlicher, anständiger Kerl werden. So, wir haben das abgeschlossen. Das ist doch geil, Leute. Dann noch Zyklopenblatt gemacht. Ja, ich komme nachher zu dir, mein Freund. Alles gut.
My pack's grown rather heavy. Ja, ich werde jetzt in eurer Abwesenheit. Oh, Leonard. Seid gegrüßt. Falls ihr einen Augenblick Zeit habt, würde ich gerne mit euch sprechen. Wie ihr seht, sind wir beim Wiederaufbau eine Aufgabe, für die jederzeit zusätzliche Helfer gebrauchen können. Es ist ja alles so ziemlich zerstört. Jede Hand hilft hier, wirklich. Was meint ihr? Würdet ihr uns gern zur Hand gehen? Ja, den Auftrag können wir noch annehmen. Das machen wir noch. Hervorragend. Ihr seid in Ordnung. Das werde ich so schnell nicht vergessen. Es geht um Folgendes. Eine Gruppe von Echsen hat vor dem Dorf ein Nest gebaut. Sie waren bisher zwar friedlich, aber die Dörfler werden aufgrund ihrer Nähe langsam unruhig. Ach, da unten, wo die Eier sind, da schlafen sie. Geil. Ich würde gerne eure Hilfe anwerben, um sie zu vertreiben. Ich habe einige Bombenfässer vorbereitet und sie am Dorfeingang abgestellt. Benutzt sie, um die Echsen in die Flucht zu schlagen. Ein Echsennest so nah am Dorf ist in der Tat beunruhigend. Lasst uns möglichst schnell die Bombenfässer rüberbringen. Oh, Bombenfässer darüber bringen, okay. Ja, das können wir dann erst im nächsten Part machen. So, und ich bedanke mich mal bei euch, meine lieben Freunde. Es war wunderschön, dass ihr mich auf diese kleine Reise auch wieder begleitet habt. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Part auch so feucht und fröhlich ein und klickt und schreibt und liked und alles Mögliche. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Viel Spaß beim Zocken. Habt einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Ich bin euer Affenkönig Dämlich. Das war Part 5 von Dragon's Dogma 2. Ciao.